Herzlich willkommen zur Talk 24 am 16. Oktober. Auch wenn Gesundheitsminister Jens Spahn es nicht wahrhaben will, Ärzte und Apotheker in ganz Deutschland vermelden massive Engpässe bei Grippeimpfstoffen. In Nordrhein ist das Problem offensichtlich, wie der Verband in einer Umfrage unter seinen Mitgliedern herausgefunden hat. Nahezu alle bewerten die Nachfrage nach Grippeimpfstoffen zum jetzigen Zeitpunkt als sehr viel höher als im Vorjahr und beurteilen die Verfügbarkeit als schlecht oder sehr schlecht. Das gefährdet auch das Modellprojekt für Impfungen aus der Apotheke, das jetzt vorerst nicht mehr zentral beworben werden soll. Im Videointerview mit Apotheker ad hoc erklärt Doris Schönwald von der Nordstern Apotheke, warum die Impfstoffengpässe auch das Apotheker-Arzt-Verhältnis vor eine neue Zerreißprobe stellen könnten. Also das würde ich schon sagen. Die Tätigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe oder diese Vorbereitungen, sind ja alle in dem Bereich, den wir auch bei anderen Vorgängen berücksichtigen müssen. Also ich meine, die Maßnahmenkataloge und Gefährdungsbeurteilungen, die ich jetzt für Corona habe schreiben müssen, die sind ja vom Ablauf her so ähnlich. Ich glaube, das Nadelöhr ist einfach wirklich Raum und Liege. Das muss schon ein Raumkonzept in einer Apotheke auch hergeben. Mit steigenden Corona-Zahlen wächst die Nachfrage nach Tests. Arztpraxen und Labore geraten an ihre Grenzen. Deshalb werden Rufe laut, auch die Durchführung zu Hause zu ermöglichen. Den Apotheken ist die Abgabe nach Ansicht der Abda bislang verwehrt. Doch jetzt regt die Abda in ihrer Stellungnahme zum dritten Covid-19-Bevölkerungsschutzgesetz entsprechende Änderungen an. So sollte ein rechtssicherer Rahmen für die Abgabe und auch die Durchführung von Point-of-Care-Tests geschaffen werden, sowie für die Abrechnung mit den Krankenkassen. Das Insolvenzverfahren zur AVP wird vorgezogen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Jan-Philipp Hoos bestätigte gegenüber Apotheker ad hoc, dass er die Eröffnung bei Gericht bereits zum 1. November beantragt. Normalerweise hätte Hoos erst zum 1. Dezember Antrag auf Eröffnung des Verfahrens gestellt, um Personalkosten zu sparen. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist aber Voraussetzung für den Verkauf des Geschäfts mit Krankenhausapotheken an Noventi. Wer in der Apotheke arbeitet, ist in der Regel zufrieden. Doch eine Gruppe ist deutlich negativer als der Rest. 67% der Inhaber sind mit ihrer Arbeit zufrieden, wie eine aktuelle Umfrage von Aposcope ergab. Anders ausgedrückt, knapp jeder dritte Apothekenleiter ist es nicht. Zum Vergleich, fast 9 von 10 Angestellten sind zufrieden, nämlich 87% der Approbierten und 88% der PTA. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder. Ad hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker ad hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.